Hey Leute, ich bin auch mal wieder da, auch mal wieder in einem kleinen Vlog. Ich möchte auch mal wieder wegen was sagen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Und zwar möchte ich ein paar Pünktchen ansprechen, mal YouTube mal wieder ein bisschen, was da ein bisschen getan ist, was sich ein bisschen tut, ein bisschen verändert hat bei mir vielleicht. Eigentlich nur aktuelle Uploads. Dann auf Twitch und auch mit auf, warum ich wenig in letzter Zeit zu tun gestreamt habe. So, fangen wir erstmal an mit YouTube. So, YouTube, habe ich jetzt, ja, habt ihr mitgekriegt, gestern oder so kam ja schon die erste Factorio-Folge. Kam die erste Folge Factorio, das ist ein Projekt, was ich mit Gemtube aufnehme. Im Livestream nehmen wir das auf. Ich lade es mit hoch auf YouTube mir auch mit. Another Brick the Mall ist zu Ende durch ein Update, wo irgendwie nichts mehr funktioniert hat. Und da das Geld eh sehr knapp bemessen war bei dem Spiel. Und du halt nicht wenig umbauen konntest auf einen Rutsch, sondern immer so nach und nach so kleine Veränderungen machen konntest. Hätte ich im Grunde neu anfangen müssen. Machen wir vielleicht auch nochmal irgendwann wieder im Stream. Und fangen dann nochmal neu an. Schauen wir mal, ist ein ganz kleines, süßes Spielchen, wo ich ein bisschen viel quatschen kann. The Forest ist auch durch einen Bug erstmal ins in die Pause gekommen und momentan fehlt mir die Lust für Forest aufzunehmen, weil es ja irgendwie nur noch durchgehend Geschlachte und Geschnetzel war. Wir konnten kaum noch irgendwie wegen erkunden oder unsere Base mal ein bisschen in Ruhe weiterbauen. Wir waren im Grunde immer die ganze Zeit nur am Schnetzeln und Schlachten und was weiß ich alles. Es ist natürlich nicht so prickelnd gewesen, weil es irgendwie nur noch nervig war. Vielleicht fangen wir nochmal Los Forestos an im Stream. Habe ich auch mir schon überlegt. Da sind ja schon ein paar Gedanken da, mal wieder anzufangen. Wo wir die Basewing bauen. Vielleicht ein paar andere Sachen. Aber vielleicht erst nach ein paar Updates. Damit sich ein bisschen was verändert. Auch mit dem Spiel. Forest hat ja wirklich gute Updates. Viele Updates. Ändert sich viel. Bleibt ja nicht stehen. Jetzt kommt erstmal wieder ein kleines Städtchen dafür, was wir bauen. Und zwar in City Skylines bauen wir wieder ein kleines Städtchen. Ich glaube, es müssten 10 Folgen sein. Die Stadt heißt Weißwasser. Die Folge heißt dann auch Weißwasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Playlist auch Weißwasser nach der Stadt. Finde ich auch mal wieder ganz schön. Macht auch immer wieder Spaß, City Skylines mal so ein kleines Städtchen zu bauen. Nicht ewig dran rumzubauen, sondern einfach mal wieder von mir macht das Aufbauen mehr Spaß. Das Aufbauen und allem und ein bisschen rumbauen und das sowas. Das macht mir das meiste Spaß, deswegen gibt es auch da ein paar mehr Playlists. Ja, nach Weißwasser habe ich nämlich auch schon wieder was. Ich habe es leider nicht gerade da. Weil Weißwasser sind nur 10 Folgen, das heißt, nach 20 Tagen ist es vorbei. Ich glaube, das war Age of Empires, die Versus-Kampagnen würde ich da gerne machen. Age of Empires 3 haben wir mal mit dem Livestream gespielt. Und da habe ich so Versus und einmal die Kampagnen. Einmal die Versus ist, da habe ich gegen andere gespielt, habe ich gegen René gespielt. Oder mit René gegen computergenerierte Spiele und sowas. Haben wir da ein bisschen gespielt. Und. War auch ganz cool, auch ganz lustig. Würde ich auch gerne mitpräsentieren. Das war Numero Uno, kann man sagen. Ja, das war das Erste. Würde ich dann auch demnächst noch schneiden anfangen und alles. Ich habe jetzt Urlaub. Ich habe viel gemacht in meinem Urlaub. So, das war jetzt halt der YouTube-Upload. Was sich da ein bisschen getan hat. Dann kommt ja nicht nur der YouTube-Upload, sondern Twitch. Ich habe in letzter Zeit wenig gestreamt. Wie kann man wirklich sagen, eigentlich nur und bei Minecraft DC jetzt mal einen Stream gehabt. Und ja, ich habe wenig Zeit gehabt in letzter Zeit. In der Arbeit war es ein bisschen stressig und anstrengend. Da habe ich ein bisschen Acht zu tun gehabt und war irgendwie geschafft. Und dann wollte ich einfach mal meine Ruhe. Ich wollte einfach mal meine Ruhe. Einfach, ich habe einfach mal eine kleine Ruhephase gebraucht. Weil momentan mein Urlaub, also durch das lange Wochenende hat mein Urlaub schon angefangen gehabt. Im Grunde am Donnerstag konnte ich schon ausschlafen. Aber wir haben im Grunde von Donnerstag bis heute, heute wird nochmal Endspurt sein, keine Ruhe gehabt. Keine Ruhe. Wir waren immer auf Achse, waren immer unterwegs, haben nur hantiert. Morgen muss ich auch noch Dinge einkaufen wieder. Immer gemacht und hantiert und gemacht. Gestern haben wir bis nachts um 2 zum Beispiel, waren wir hier noch am Rummachen.
Ich habe da ein paar Sachen verändert. Wenn ihr wollt, kann ich euch die gerne mal zeigen. Ich sag's ja euch einfach mal. Natascha drüben hat jetzt eine Couch bekommen. Sie hat ihr altes Zimmer mit in die Wohnung geholt. Das war noch bei ihren Eltern, hat sie jetzt nach einem Jahr auch mal geholt. Hat jetzt eine Couch in ihrem Zimmer mit drin. Das heißt, für sie, wenn sie dann bald einen Streaming-Rechner hat und alles, wenn sie öfter streamt, kann man auch Couch, glaube ich, ganz cool. Kann man auch mal Besuch mit reinnehmen in den Stream. Dann hat sie ein Sideboard und das alte Regal von ihr weg. Also das alte Regal hat sie weg, ein Sideboard hat sie hin. Aus dem alten Regal habe ich das hier hinten gebaut. So, auch so, das war so ein Standregal. Und da habe ich jetzt ein Regal gebaut, in dem die Fächer hier nach oben immer kleiner werden. Also immer 20 cm sind die Bretter kürzer, damit wird es schmäler und nach hinten weiter fast. Also, muss ich das machen? Wird schmäler nach oben hin und nach hinten weiter versetzt. Nach rein. Dann seht ihr es hier vielleicht auch schon da. Da ist jetzt ihr alter Kleiderschrank da und den habe ich jetzt genutzt, um alles, was in der Glasvitrine drin ist, hier rein zu tun. Also in dem Schrank ist jetzt auf der einen Seite haben wir komplett meine Spielesammlung drin und meine Liquids und meine Base für meine Ekippe. Für die Ekippe haben wir da alles drin. Hat gerade so gereicht. Ich werde da auch noch ein, zwei kleine bauliche Änderungen machen. Da muss ich noch ein Brett bestellen, was passend dazu ist. Möchte nicht unbedingt die Bretter zersägen, weil von der Tiefe her würde es reichen. Aber ja, wenn ich da noch ein bisschen mehr Platz reingeht. Hier haben wir im Grunde, da hat sie noch mehr Klamotten und Schuhe drin. Frau, warum so viel Schuhe? So, das war jetzt ein Zeug. Dann hatte ich ja hier, wo der Schrank da stand, habe ich ja ein kleines Lowboard gehabt. Das steht jetzt da drüben. Das steht jetzt hier drüben und der Schrank von da steht da. Meine Woofer habe ich auf das Lowboard draufgestellt. Die Shisha hatte ich von da nach da geräumt. Da hat sich dann der ergeben. Der hier hat sich dann ergeben. Und der hier kommt noch dahin. Da muss ich aber meine Pflanze, die hier drauf ist, die wächst hier so hoch, die seht ihr gar nicht. Ich kann ja mal kurz... Da ist eine Pflanze, die wächst hier hoch und ich wollte da mal so einen kleinen Vorhang aus oh Gott, ich muss dann die Kamera neu erstellen. So einen kleinen Pflanzenvorhang wollte ich da mal machen. Dass so ein bisschen optischer Raumtrennung ist, aber eine lebendige Raumtrennung zwischen ihr Arbeitsbereich und Zockerbereich zu Wohnzimmer. Oder halt chillmäßig, Chill-Ecke, so in etwa. Ja, dann war das, wir haben uns ein neues Bett gekauft gehabt, das haben wir auch abgebaut und es ist im Abstellraum momentan. Der Abstellraum ist absolutes Chaos, weil die Glasvitrine von da hinten, die schwarze, auch im Abstellraum steht, aber die sind wir, glaube ich, schon ein bisschen losgeworden, das Zeug. Natascha hat jetzt noch einen Fernseher mit drin, an der Couch, der stand ursprünglich im Schlafzimmer, das war auch ihr Fernseher. Hat sie jetzt mit in ihr Raum reingenommen und ja. Das war jetzt mal das Gröbste. Wir haben jetzt bei ihren Eltern noch ein bisschen was mit gemacht. Auch deswegen, aus dem Zimmer wird ja was Neues gemacht. Deswegen ist das Zimmer jetzt auch mit ihr. Und. Also wir haben ordentlich hantiert in letzter Zeit. Auch so, wenn es nur so kleine Details waren, die wir gleich mitgemacht haben, wie das Regal. Das haben wir spontan, wie wir es abgebaut haben. Um 11 Uhr abends ist uns das aufgehört. Hab ich die Idee gehabt und habe es dann auch gleich zurecht geschnitten und alles und gebaut. Abends um 11 Uhr bin ich dann in die Werkstatt zu meinen Eltern gefahren, ab in den Keller und noch Sägen angefangen und alles. Bin hergefahren, hab noch ein paar Löcher, wo drin waren, zugemacht und. Also, das war ein Umbauzeug. Aber es ist noch vieles mehr passiert, was mir vielleicht auf Anhieb gar nicht einfällt. Es ist noch vieles mehr passiert. Ja. Es ist unglaublich gewesen, muss ich ehrlich sagen, was wir in den letzten 3 Tagen geschafft haben, da aufzubauen und aufzubauen, abzubauen und zu machen. Wir haben im Grunde, wir sind früh aufgestanden, wenn man aufgestanden war, 1, 2 Kaffee und dann eigentlich schon gib ihn und go. Haben das Zeug gemacht. Ich war zum Beispiel den ganzen Freitag irgendwie durchgehend unterwegs, da bin ich mal im Baumarkt gefahren, da bin ich dahin gefahren, da habe ich am Freitag habe ich ein Dreiviertel Tank bei mir durchgelassen am Auto, da habe ich, ich glaube,
400 Kilometer nur Hin- und Herfahrerei, nee, doch da 300 bis 400 Kilometer nur Hin- und Herfahrerei gehabt die ganze Zeit. Mal im Baumarkt fahren, dann da in GHW fahren, dahin fahren, dahin fahren, dahin fahren. Weil ich habe da auch noch eine Idee dafür, zum Schrank, zum Umbauen. Da kommt auch noch was neu in den Schrank. Optisch, wenn's da habe ich vor, was da zu bauen, wenn es dann aufmachst, das so ein pulsierendes Licht. Und da alles, noch ein paar Ideen. Da hinten habe ich noch ein paar Ideen, was wir machen, elektronisch oder elektrikmäßig. Ich habe eine schöne Flasche besorgt, weil ich immer schon mal eine so beleuchtete Nuka Quantum haben wollte, so eine Neon-Ding. Habe ich auch schon schöne Ideen. Ja. So Zeug haben wir das alles noch gemacht und halt viel, ja, es war ein Kampf in den letzten paar Tagen. Heute ist nur noch der Endspurt, nur noch ein paar, die Pflanzen hier noch ein bisschen machen, weil die eine Pflanze steht jetzt auch hier, die schaut aber ein bisschen aus, weil die stand eher oben, dass es ein wenig runter kam, jetzt müssen wir sie ein wenig drauf, ja, es ist viel passiert in den letzten Tagen und es hat mir aber Spaß gemacht, Das Einzige, was mich sehr gestört hatte, war, ich hatte mich am Mittwoch etwas verletzt. Da ist mir am Knöchel, der war ein bisschen geschwollen und hat ein bisschen geblutet. Also für mich ein bisschen, meine Freunde wollten mich ins Krankenhaus stecken, aber es ist nee. Man ist hart im Nehmen, so. Und da hat es mich dann halt auch am Freitag mal im Transporter reingelegt, weil der Knöchel nachgelassen hat. So, ich bin rein, psch, voll auf die Fresse einfach. Und da dann auch mal von der Leiter hier, weil es einfach nachgegeben hatte, weil ich schön belastet habe und dann auf einmal hat sich der Knöchel nein. So. Ich weiß nicht. Ich habe angefangen heute 30 Mal und es hat nicht funktioniert. Vielleicht hänge ich das hinten ran als Outtakes. Meistens geht es dann so geil. Ja. Ich möchte mal so nämlich durchreden und nicht so viel schneiden. Aber das kennt ihr mittlerweile von mir. Dann fange ich 20 Mal an und ja. Ich habe vor allem, weil ich habe schon lange keine Vlogs mehr aufgenommen. Wenn ich jetzt noch einen danach aufnehmen würde, würde es wunderbar funktionieren. Ich bin voll vom Thema abgekommen. Aber voll. Streams. Twitch-Streams. Ich will wieder mehr streamen. Regelmäßiger streamen. Ich war in letzter Zeit einfach... Hat mir die Lust gefehlt auf die Streams selbst, weil irgendwie kaum jemand da war momentan. Aber es ist halt so eine kleine Downphase, glaube ich. Das wird schon wieder gehen, dass da mal wieder einer da ist. Und einmal das, war wenig los momentan, hat mir ein bisschen die Lust genommen. Ich habe gar nicht mehr irgendwann angefangen, für mich selbst gar nicht mehr auf den Chat zu achten, weil eh nichts passiert ist. Ist mir aufgefallen und... Nicht nur das, sondern es ist mir... Warum habe ich eigentlich mein Headset auf? Oh Gott, ich weiß warum. Meine Hoher schauen schlimm aus. und auch an sich, das Zocken hat mir wenig Spaß momentan bereitet. Weil ich einfach eigentlich nur noch... Momentan hatte ich Tage, ich habe mich hingesetzt und habe einfach ein YouTube-Video geschaut, habe noch ein YouTube-Video geschaut und bin hier ins Bett gegangen und habe gepennt. Ich war einfach... Im Arsch. Ich war wirklich im Arsch. Ich habe eine richtige Downphase mal gehabt. Einfach, wo ich nur meine Ruhe haben wollte. Einfach mal abschalten. Das. Aber jetzt geht's wieder los. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch wirklich. Ich auch auf YouTube. YouTube hat ja gar nichts gemerkt im Grunde. Die Folgen habe ich ja weiterhin gehauen. Ich habe es zwar nicht mehr so geschafft wie früher. Meine Folgen kommen ja geplant raus. Weil ich es sonst nicht so schaffe. Die pünktlich immer rauszukriegen. Hey, Meets. Ich habe es nur noch geschafft, so eine Woche vorzuarbeiten. Also, dass ich am Wochenende die nächste Woche erst fertig hatte. Zuvor hatte ich immer einen Monat im Grunde fertig. Das ist momentan... Müsste ich jetzt eine Folge hochladen für nächste Woche noch. Das ist aber alles fertig. Da werde ich mich nicht als auch demnächst ransitzen und das alles machen. Wenn ihr mal wieder Lust habt, wenn hier alles mal wieder Ordnung ist, kann ich euch mit meiner Kamera... irgendwo verschwunden ist. Die taucht aber schon wieder auf, glaube ich. Mal wieder durch die Wohnung führen, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr Lust habt. Diesmal achte ich auch auf die Belichtung in der Küche. Nicht wie das letzte Mal, wo es so dunkel war. Aber wenn ihr Lust habt, werde ich euch da mal wieder alles schön durchzeigen. Schreibt einfach mal unten rein, ob ihr mal ein bisschen die Veränderung sehen wollt und alles, was sich ein bisschen getan hat. Aber da muss ich erstmal fertig werden. Okay? Gut. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann mal wieder die Tage und